Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag des Tages. Und in diesem Vortrag geht es um Edge Computing. Edge Computing kennt man vielleicht den Begriff, vielleicht verbindet man es mit geringerer Latenz, dadurch, dass das Computing näher an den Endkonsumenten geht. Allerdings, heute geht es im Spezifischen um die Auswirkungen von Edge Computing auf die Themen Datensicherheit und Privatsphäre. Und der Vortragende heute für diesen letzten Talk ist Christoph Ura, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Kärnten. Und das wird bestimmt auch wieder ein sehr interessanter Vortrag. Ich darf gleich noch am Anfang darauf hinweisen, dass wir einen IRC-Chat haben und dass bitte Fragen in diesem IRC-Chat zu stellen sind. Und am Ende des Vortrages werde ich diese an unseren Vortragenden weiterleiten für eine kurze Q&A oder Diskussionsrunde. So, ohne weiteres Umadum. Bitte, Christoph. Ja, hallo zusammen. Für die Einleitung. Freut mich sehr, dass ich heute da den letzten Vortrag machen darf. Das ist irgendwie eine Ehre, kann man sagen. Ja, in meinem Vortrag geht es im Großen und Ganzen um, wie früher schon gesagt worden ist, um erhöhte Datensicherheit und Privatsphäre durch Edge Computing. Ich werde ganz kurz darauf eingehen, was Edge Computing überhaupt ist und so weiter. Zuerst vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Uhren, ich bin Forscher an der Fachhochschule Kärnten. Und unter anderem auch Teil der Forschungsgruppe, die wir dort haben, zum Thema 5G. Das heißt, wir beschäftigen uns ganz stark mit verschiedenen Use Cases, die durch 5G eigentlich erst möglich werden. Und sind dabei sehr stark bei einem ganz coolen Projekt oder bei einer ganz coolen Initiative dabei. Das ist der 5G Playground Carinthia. Und da beschäftigen wir uns, also dieser 5G Playground Carinthia wird eben gefördert oder finanziert von der BABEC, das ist die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft, in Zusammenarbeit mit der A1 und mit der Fachhochschule Kärnten. Und da beschäftigen wir uns eben ganz stark mit der Use Case Forschung, die eben durch 5G dann erst möglich ist. Da gibt es zum einen einen Use Case, der beschäftigt sich mit der Communication in Drohnenschwärmen, also mit der Kommunikation in Drohnenschwärmen, weiters mit der Kommunikation in Robotics-Netzwerken und so weiter. Es gibt da ganz viele verschiedene Use Cases und wir als FH Kärnten, also wir als Forschungsgruppe, beschäftigen uns da eben mit dem Smart City Use Case. Und ja, um den geht es jetzt in weiterer Folge. Zuerst einmal vielleicht ganz kurz ein Überblick. Ich werde kurz über unser Team sprechen, über das Konzept, das wir eigentlich haben. Und dann werden wir schauen, dass wir so schnell wie möglich zu den eigentlich technischen interessanten Sachen kommen. Nämlich erstens einmal unser Hardware-Setup, das wir uns da überlegt haben. Und zweitens dann natürlich zum Herzstück, das ist unser Webservice und unsere Microservice-Architektur. Auf die würde ich gerne einen speziellen Fokus legen. Okay, so wie angekündigt, ganz kurz zu unserem Team. Unser Team wird von Dr. Helmut Völlig geleitet, das ist unser Projektleiter. Mit dabei sind dann eben der Kollege Valentin Ecker, Markus Brossiger, Klaus Raab und eben meine Wenigkeit. Wir sind alle von der Fachhochschule Kärnten, von unserem Studiengang und beschäftigen uns eben alle ganz stark mit dieser Use Case Forschung. So. Vielleicht haben wir zuerst ganz kurz zum Konzept, was ist eigentlich so eine Smart City? Wie kommunizieren da die Sensoren miteinander? Wenn man sich das einmal so vorstellt, ganz konventionell in einer Stadt, die sich jetzt Smart City schimpfen darf, sind logischerweise ganz viele Sensoren in der Gegend, es gibt überall Sensoren, es gibt überall Aktoren, mit dem Ziel, dass man durch diese Daten, die man da kriegen kann, und durch die Aktionen, die man ausführen kann, für den Bürger, also für den Bürger dieser Stadt, irgendeinen Mehrwert rauskriegt. Das ist eigentlich so die Zielvorgabe, die eine Smart City hat. Und was da jetzt dann dabei das Interessante ist, ist, dass diese Sensoren natürlich nicht alle direkt verkabelt werden, weil wenn man wirklich ein Kabel zu jedem Sensor ziehen muss, dann wird das mit der Zeit wahrscheinlich etwas schwierig. Das heißt, man versucht jetzt natürlich, diese ins Mobilfunknetz zu bringen. Man kann natürlich auch ein eigenes privates Low-Power-Netzwerk aufbauen. Allerdings geht man immer mehr in die Richtung, dass man eben versucht, die ins Mobilfunknetz zu bringen. Warum tut man das? Naja, erstens einmal natürlich, damit die Wartung um einiges einfacher ist. Und natürlich, so wie wir da auf dieser Grafik sehen, wir haben da im Mobilfunk immer verschiedene Zellen. Diese Zellen sind von unterschiedlicher Größe. Das kommt ganz darauf an, wie diese Zelle von der Technik her beschaffen ist. Und in diesen Zellen befinden sich dann eben natürlich unsere Sensoren. Die Sensoren können alles Mögliche sein. Das können Temperatursensoren sein, Drucksensoren, Präsenzsensoren, vielleicht sogar Kameras. Später werden wir eben auf Kameras etwas näher eingehen.
So, und diese Sensoren, die wir jetzt in diesem Netzwerk haben, die gehen jetzt dann, wenn man sich eine konventionelle Smart City anschaut, gehen die zuerst einmal zu einer Basisstation. Das heißt, die Daten werden zuerst einmal zu einer Basisstation übertragen und dann eben weiter über dieses Core-Netzwerk, das man da sieht, also das 4G oder 5G-Core-Netzwerk, hinaus ins Internet. Und erst dann, wenn der Datenstrom da im Internet ist, kommt er irgendwann einmal hoffentlich zu dem Server, bei dem es eigentlich landen sollte. Ganz gescheite Leute sagen dann, gut, wir versuchen unsere Server auch nahe bei uns zu haben. Das heißt, wir versuchen unsere Server selbst zu haben. Das heißt, im schlimmsten Fall, eigentlich gut gedacht, aber es ist trotzdem irgendwie der schlimmste Fall, ist es doch so, dass die Daten von Klagenfurt übers Mobilfunknetz raus nach Wien gehen. In Wien kommen es dann ins Internet und kommen dann über das Internet wieder zurück nach Klagenfurt. Das heißt, man hat da erstens einmal sehr viele unbekannte Netzwerke dazwischen. Und zweitens erzeugt das auch relativ viel Latenz. Was kann man da jetzt machen? Das heißt, was bietet uns 5G vom Netzwerk jetzt für einen Mehrwert? Ganz einfach, durch 5G ist es eigentlich erst möglich, dass wir an verschiedenen Punkten im Netzwerk Rechnerinfrastruktur bereitstellen können. Das ist jetzt in der Masse natürlich noch nicht so angekommen. Das heißt, es hat noch nicht jeder die Möglichkeit, im 5G-Netzwerk oder im Core-Netzwerk oder nahe beim Core-Netzwerk Rechnerinfrastruktur aufzubauen. In Zukunft wird das aber immer mehr kommen. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt halt eben schon vorher mit diesen Use Cases, damit wir später Firmen gewisses Know-how in diesem Bereich bereitstellen können. Und die geschickteste Variante wäre jetzt dann eigentlich, wenn die Sensoren wenn die Sensordaten nicht raus ins Internet gehen, sondern vorher schon quasi abbiegen, und zwar in die Edge Cloud. Das heißt, es können gewisse Daten, die privacy-technisch kritisch sind oder auch die datentechnisch, also von den Latenzanforderungen her kritisch sind, bereits vorher schon in die Edge Cloud abgezogen werden. Und das ist eben der Punkt, um den es da eigentlich geht. In Zukunft wird man dann eben in der Lage sein, seine Rechnerinfrastruktur so zu orchestrieren, wie es einem eben gerade passt oder wie gerade die Anforderungen der Daten und die Anforderungen des Use Cases da sind. Latenzkritische und privacykritische Daten kommen näher zur Quelle, und alle anderen Daten, die vielleicht nicht so hohe Anforderungen haben oder andere Anforderungen haben, die kommen eher weiter ins Internet, in die klassische Cloud. Gut. Die Idee ist jetzt dann eben, also jetzt machen wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns wirklich, was wir jetzt dann von der Idee für dieses Smart Parking, also für dieses Parkplatzbelegungssystem, was da unsere Grundidee war. Wir wollen eigentlich den Belegungsstatus von verschiedenen Parkplätzen im Lakeside Park, das kann jetzt ein beliebiger Campus sein, wir sind halt im Lakeside Park, wir wollen dort den Belegungsstatus von Parkplätzen erkennen. Und zwar ohne, dass wir wollen das erstens einmal videobasiert machen, weil wir wollen nicht bei jedem Parkplatz separat einen Sensor verbauen. Und videobasierte Systeme haben natürlich den Nachteil, dass sie privacy-technisch schon ziemlich kritisch sind. Das heißt, wir wollen nicht den gesamten Kamerastream rausschicken zu einem Server, den wir eventuell gar nicht komplett unter Kontrolle haben, sondern wir wollen diesen Kamerastream so nahe wie möglich bei uns behalten. Wir wollen garantieren können, dass dieser Kamerastream niemals einen gewissen Raum oder eine gewisse Area verlässt. Mit dem Mehrwert oder mit dem Vorteil, dass die Visitors, also die Besucher von diesem Campus, dann ohne lang suchen zu müssen, zu einem Parkplatz kommen, der möglichst vorteilhaft für sie ist. Gut, gehen wir mal eins weiter. Die Folie zeigt jetzt einmal ganz in stark vereinfachter Weise, wie eigentlich die Funktionsweise von diesem Smart Parking System aussieht. Wir haben da, also ihr stellt euch das am besten so vor, wir haben da ein Auto, das kommt in den Campus, und danach wird am Smartphone ein Request gestartet. Und dieser Request geht natürlich nicht irgendwo hin zur Edge Cloud, weil das Handy weiß natürlich nicht, wo die Edge Cloud ist und was die Server sind, die sich in der Edge Cloud befinden, sondern dieser Request geht irgendwo hin zu einem klassischen Cloud-Server. Und dieser Cloud-Server leitet dann die Requests entsprechend weiter zu. In dem Fall heißen sie Aggregation-Instanzen. Wir werden später noch sehen, dass die teilweise auch andere Namen haben. Aber er leitet dann diesen Request weiter zu Aggregation-Instanzen. Und diese Instanzen, die liegen eben in der Edge Cloud. Und das sind auch die einzigen Instanzen, die wirklich
Zugriff auf das komplette Kamerabild haben. Da sehen wir in der Grafik die Kameras. Und dieses Kamerabild wird zum Beispiel nur von dieser einen Aggregation-Instanz gesehen und sonst von niemandem. Und das gibt uns natürlich privacy-technisch schon einen großen Vorteil. Das heißt, wir können gewährleisten, dass dieser Kamerastream mit sensitiven Daten, mit Gesichtern, mit Kennzeichen und so weiter, dass der nie den Campus verlassen wird. Wie das genau passiert, dazu komme ich später noch, aber wir können uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass nur gewisse Daten, nur unkritische Daten zurückkommen zum Evaluation Service und dieser Service sagt dann dem Smartphone, okay, wir haben da einen Parkplatz, bitte navigiere doch dorthin. Das ist einmal ganz in groben Zügen vereinfacht erklärt, das System, das wir uns da überlegt haben. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Praxis, Gott sei Dank. Das war jetzt schon sehr theoretisch. Wir haben da jetzt einmal das grundsätzliche Setup. Wir haben uns überlegt, wir nehmen eine ganz normale handelsübliche Streaming-Kamera, eine ganz normale handelsübliche IP-Kamera. Das ist eben diese Armcrest Pro HD-Kamera, ist eine 1080p-Kamera, also Full HD. Und das Nette an der Kamera ist, sie unterstützt auch Power over Ethernet. Da sehen wir ein kleines Foto, wie das am Campus montiert ist. Wir sehen da oben den Laternenmasten, da schaut die Kamera runter auf die Parkplätze und dann geht da ein Kabel, ich hoffe, das sieht man auf der Folie einigermaßen gescheit, dann geht da ein Kabel runter zu dieser netten, liebevoll getauften Blackbox. Und die Blackbox ist erstens einmal natürlich für die Spannungsversorgung da. Wir sehen da drinnen zwei Bohrmaschinen-Akkus. Mit diesen Akkus wird die Kamera betrieben. Und zusätzlich sehen wir da drinnen noch ein 4G- und 5G-Modem. Und dieses Modem ist wiederum in Verbindung, das sieht man da auf der Folie sicher nicht, aber ich kann euch zeigen, da vorne ist unsere private 4G- und 5G-Antenne. Das heißt, so kriegen wir die Verbindung zusammen von unserem 4G-5G-Netzwerk hin zur Kamera. Wie das technisch genau passiert, da drinnen ist ein kleines Embedded-Gerät, ein kleines Embedded-Linux-Gerät, das macht der Port-Forwarding. Wie es genau passiert, sprengt leider ein bisschen den Rahmen des Vortrags, aber auch da drinnen ist genug an Open-Source-Technologie, dass man lang drüber reden könnte. Okay. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück von der ganzen Architektur, und zwar ist das unser Web-Service- und Microservice-Architektur. Wir sehen da links unten auf der Folie, dieses Teil da, also diese 4G, 5G-Antenne und die Kameras, repräsentiert genau das, was ich früher gezeigt habe auf der früheren Folie. Das ist jetzt der Kamerateil, also der Teil, der wirklich draußen sich im Funkfeld befindet. Leider ist die Folie nicht zu 100% aktuell, weil mittlerweile haben wir schon Fortschritte gemacht. Dieses VPN, das wir da herinnen eingezeichnet haben, das brauchen wir zum Beispiel gar nicht mehr, weil dieses VPN war eigentlich nur dafür da, damit unsere Rechner in unserem Kubernetes-Cluster, dazu gleich noch mehr, überhaupt auf die Kameras zugreifen können. Mittlerweile haben wir vom 5G-Netz her sehr gute Fortschritte gemacht und dieses VPN wird gar nicht mehr benötigt. Das heißt, mittlerweile können die Rechner in unserer Infrastruktur direkt auf die Kameras zugreifen, was es natürlich um einiges einfacher macht. So, und jetzt sehen wir da oben noch unseren Kubernetes-Cluster. Warum wir da Kubernetes verwenden, wird dann auch gleich klar. Auf jeden Fall ist dieser Cluster, der besteht aus verschiedenen Rechnern, die sich natürlich an verschiedenen Standorten befinden. Das heißt, wir haben da diese Rechner, die sich im Enterprise-LAN befinden, also in dem Netzwerk, das sehr, sehr nah, räumlich sehr, sehr nahe bei den Kameras dabei ist. Und wir haben da noch Rechner, die sich in einer Serverinfrastruktur befinden, in dem Fall auch in Klagenfurt. Und wir haben Server, die sich in Wien befinden und wir haben Server, die sich irgendwo draußen in der Cloud befinden. Das heißt, ein sehr, sehr breites Spektrum an Locations, die wir da von den Servern her haben. Und darauf aufgesetzt ist ein Kubernetes-Cluster. Und dieser Cluster gewährleistet genau das, dass wir gewisse Services nahe bei der Kamera oder nahe bei einem gewissen Standort orchestrieren können und gewisse Services können wir ruhig weiter in die Cloud reinbringen. Und das ist eben der große Vorteil von diesem System, dass wir eben sagen können, dieses Kamera-Service 1, das mit der Kamera 1 kommuniziert, bleibt immer am Lakeside-Park. Und damit bleibt auch der Traffic, der von Kamera 1 zum Kamera-Service 1 geht, immer im Lakeside-Park oder immer auf diesem Campus. Okay, jetzt ganz kurz noch zu den einzelnen Services, die wir uns da überlegt haben. Das da zum Beispiel ist ein Output von eben einem dieser Camera Services. Das ist jetzt der volle Output. Das heißt, da sieht man wirklich das komplette Bild, das dieses Camera Service sieht. Im Realfall wird dieses Bild da
nie jemand von außen sehen. Das heißt, von außen kann dieses Bild gar nicht abgegriffen werden. Man sieht da, das ist ein, da ist im Hintergrund ein RESTful Web Service. Das heißt, das wird wirklich über eine ganz normale URL abgefragt. Und man kann sogar abfragen, bitte gib mir dieses Bild zum Beispiel nicht in JPEG, sondern in PNG oder sogar im JSON-Format. Bitte gib mir entweder Vollfarbe oder nur Schwarz-Weiß. Oder, und das da hinten ist der essentielle Punkt, gib mir entweder alle Daten, das heißt den kompletten Frame, oder gib mir eben nur Teile von diesem Frame. Und das sehen wir genau hier. Da hat sich eigentlich nur die URL geändert, das heißt, die schreiben nur bei der URL hinten statt all R1S3 rein. Und damit wird das Camera Service wissen, ich hätte jetzt bitte gern den Parkplatz in der Reihe 1, also das ist Reihe 0, das ist Reihe 1 und das da oben ist Reihe 2. Das heißt, in der Reihe 1, den Parkplatz Nummer 3, diesen da, genau den hätte ich gern. Und zwar hätte ich nicht gern den ganzen Parkplatz, sondern ich hätte nur gern diese drei Pixellinien. Und die machen das natürlich privatsphäretechnisch überhaupt nicht mehr bedenklich. Ich kann anhand von dieser drei Pixellinien, das wäre eben dieser Pixelblob da, kann ich feststellen, ob dieser Parkplatz belegt ist oder ob er nicht belegt ist. Ganz einfach und eigentlich mit ganz trivialen Mitteln. Und natürlich ist es auch privatsphäretechnisch, wie gesagt, nicht mehr bedenklich. So, jetzt dann ist eben der nächste Schritt des Occupation Service. Das heißt, das Occupation Service nimmt genau diese Pixelreihe und macht damit eigentlich ganz ein triviales Signalverarbeitungsalgorithmus, lässt es drüber laufen und weiß eben dadurch, ob dieser Parkplatz belegt ist oder nicht belegt ist. Natürlich kann man sich vorstellen, man kann relativ leicht die Pixel, wo man ein Auto sieht, von den Pixel unterscheiden, wo man eben kein Auto sieht. Und das ist wiederum ein RESTful Web Service und diesen Output kriegt man dann eben raus. Und zwar man kriegt nicht nur raus, ob das belegt oder nicht belegt ist, sondern man kriegt in dem Fall den Namen des Parkplatzes raus, die GPS-Koordinaten des Parkplatzes, den Belegungsstatus und auch eine Metrik. Das ist eben das, was dieser Signalverarbeitungsalgorithmus uns ausgibt. So. Aber bis jetzt hätten wir eigentlich Kubernetes gar nicht gebraucht. Bis jetzt hätten wir eigentlich diese ganzen Web-Services, die wir da haben, die hätten wir einfach so deployen können auf irgendeiner Infrastruktur. Kubernetes macht jetzt dann die eigentliche Magie, nämlich schaut es auf gewisse Metriken von den Camera-Services oder eigentlich von allen möglichen Services. Und diese Metriken können sein, wie sensibel sind diese Daten, wie hoch ist die Framerate, das heißt, wie gut ist die Performance des Netzwerks dazwischen und wie hoch sind die Fictional Costs, also die fiktiven Kosten, die ich habe, wenn ich dieses Service jetzt zum Beispiel auf einem gewissen Server laufen lasse. Und dadurch, dass es die ganzen Metriken mit reinnimmt, also mit berücksichtigt, kann es entscheiden, wo jetzt dann ein gewisses Camera-Service hin orchestriert wird. Wenn ich zum Beispiel etwas ganz Privacy-Kritisches habe, mir die Kosten egal sind und ich einfach die höchste Performance haben will, naja, dann wäre es ganz neu da bei der Kamera an sich hin orchestrieren. Wenn ich allerdings etwas aufnehme, das privacy-technisch nicht so kritisch ist, wo mir die Performance egal ist und wo die Kosten auch sehr wichtig sein, dann würde es vielleicht in die Cloud hin orchestrieren. Und so kann man eben mit diesem Orchestration Service ein Trade-off machen zwischen High Performance und High Privacy und Low Performance und Lower Privacy, dafür geringere Kosten. Gut. Dazu gibt es jetzt natürlich noch ein kleines Web-App-Service, das heißt, es gibt eine kleine Web-Applikation dazu. Die Web-Applikation bekommt eigentlich nur das vom Occupation-Service und entscheidet dadurch, welcher Parkplatz jetzt tatsächlich genommen wird. Es wird dann auch noch eine Navigation automatisch gestartet, also da hat man dann auch den vollen Mehrwert für den Benutzer. So. Mit der Zeit war jetzt dann ziemlich gut. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte, bitte sehr gerne. Und wenn es Interesse gibt, schaut es einfach vorbei im 5G Playground. Wir sind immer wieder auf der Suche nach interessanten Use Cases, die man eben mit 5G weiter erforschen könnte. Ja, vielen Dank, Christoph. War sehr interessant und sehr lehrreich. Eine ganz unscheinliche Frage haben wir da bekommen. Mhm. Hat deine Forschung zu 5G schon zum Wachstum von Microsoft Microchips in irgendeinem Testkandidaten geführt?
Noch nicht. Also ich merke zwar immer wieder, dass ich so Signale von Bill Gates bekomme, aber nein, noch nicht. Frag dir mit fünf, Freund. Nette Frage, ja. Eine andere Anfrage, speziell zu diesem Use Case. Inwieweit wird die GPS-Ungenauigkeit, im besten Fall 6 Meter, bei der Identifizierung der einzelnen Parkplätze einbezogen? Also wir haben am Anfang ganz, wir haben wirklich ganz exakt den Status oder die Location der Parkplätze bestimmt. Das heißt, die GPS-Koordinaten, die wir da ausgeben an den Benutzer, die sind ziemlich exakt. Natürlich, die GPS-Ungenauigkeit muss man immer mit reinbringen, aber die wird dann eher beim Endgerät der Endbenutzer auftreten. Bei 6 Meter sehe ich es ehrlich gesagt noch nicht so kritisch, weil auch wenn mir das Navigationsgerät oder das Handy jetzt zumindest schon in die Nähe von dem Parkplatz hin navigiert, dann bin ich als Benutzer wahrscheinlich schon ziemlich froh. Aber natürlich, also die Parkplätze an sich, die wir da jetzt gemessen haben, die sind sehr exakt. Das Handy, das hin navigiert, kann natürlich immer eine gewisse Unschärfe dabei haben. Ja, wird wahrscheinlich für größere Parkplätze eher vorteilhaft sein. Für einen Parkplatz mit nur 20, 15 Autos oder so ist das vielleicht auch nicht unbedingt der Anwendungsfall. Aber wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wir haben gerade einen weiteren Forschungseffort gestartet, wo wir versuchen eben mit diesem sehr wenige Pixel das Auto zu identifizieren und dann sogar die Navigation selbst zu machen. Das heißt, wir werden uns versuchen, in Zukunft nicht einmal mehr auf Google Maps oder nicht einmal mehr auf GPS zu verlassen, sondern wirklich mit diesen wenigen Kamerapixeln, die uns zur Verfügung stellen, eine Navigation, also ein richtiges Routing weiterzubringen. Ja, die Frage verstehe ich hier nicht komplett. Es bezieht sich hier auf das eigene 5G-Campusnetz, was referenziert wurde. Wo die Sensoren mit. Also vorne war ein eigenes 5G-Campusnetz, wo die Sensoren IoTs mit dem Edge-Node. Ja-Nein-Verständnisfrage, oder? Genau, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, wir haben tatsächlich ein eigenes Campusnetz, das heißt, das ist komplett abgeschlossen. Wir haben da drin auch nur Data Services, das heißt, raustelefonieren ist wahrscheinlich die Kommunikation gemeint. Wir kommen schon ins Internet von diesem Campusnetzwerk aus und da sind wir jetzt auch gerade dran. Also wir haben unseren eigenen Mobilfunk-Core, unseren eigenen 5G-Core und sind eben dadurch auch in der Lage zu bestimmen, wie der Traffic tatsächlich ausschauen soll. Das heißt, ob dieser Traffic dann wirklich nur in die Edge Cloud gehen soll oder ob er weitergehen soll in eine zentralisierte Cloud beziehungsweise ganz raus ins Internet. Dadurch, dass wir eben dieses Campusnetzwerk haben, haben wir diese Möglichkeit. Ja. Und die andere Frage ist jetzt spezifiziert worden auf 6 Meter, spezifiziert aufs autonome Fahren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ans autonome Fahren haben wir da gar nicht gedacht. Also da ist es wirklich immer mit Human Intervention, also immer mit einem menschlichen Fahrer. Okay. Ja, und die letzte Frage, die ich da auch noch sehe, ist Google Maps. Das ist natürlich jetzt bei den Linux-Tagen auch mutig, Google Maps zu verwenden, sagen wir so. Ja. Ja, naja. Danke für die Frage. Ihr habt schon recht, das stimmt schon. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ja gern Google Maps verwendet. Wir haben halt also, auch Auftraggeber, wo eben am Handy dann nur Google Maps drauf ist. Deswegen haben wir es einmal so designt. Wie der Link aber nachher ausschaut, also ob du jetzt als App im Hintergrund Google, also das ist ja im Prinzip nur der Link am Smartphone, der die Navigation startet. Was da dann im Hintergrund passiert, das bleibt ja Gott sei Dank dem Entwickler überlassen. Das Frontend könnte man sich ja auch auswechseln. Das, genau, richtig. Die REST-API bleibt ja, ist ja von Google Maps nicht abhängig. Ja. Na gut. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, geben wir noch ein paar Sekunden. Ich danke auf jeden Fall für den Vortrag. Ich würde jetzt da noch weitere ansagen, aber es gibt keine mehr. Mhm. Vielen Dank für die Teilnahme an den Linux-Tagen und ja, das war's auch mit Fragen. Vielen Dank. Noch einen schönen Abend.